Moin Leute, schönen Gruß aus Mecklenburg. Heute machen wir ein bisschen Büffelangeln bei uns hier am Malchow. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob noch ein paar Barsche rauszuzubbeln sind. Ist ein bisschen schwierig, haben wir schon Februar, aber trotz allem geben alles, werden auf Hardbaits angeln, Dropshot und dann mal gucken, was überhaupt geht. Genau so, wunderbar. Flötzeneskalation. Am laufenden Band. So Leute, wir fangen mal an mit Hardbaits. Bisschen windig, aber scheißegal. Habe ich hier schön einen von uns von Camo. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, einfach durchtesten, verschiedene Köder, was läuft, wollen sie überhaupt. Gibt auch Tage, wo du ranmachen kannst, was du willst, wo die überhaupt nicht beißen. Aber da wollen wir mal hoffen, dass es heute nicht so ein Tag ist, ne? Und jetzt gucken wir mal ganz einfach. Ich sag, müssen wir auch ein bisschen gucken, ob das von der Tiefe hier klappt, aber wir haben sehr hohen Wasserstand. Hatten ja viel Regen gehabt dieses Jahr und jetzt heißt es Geduld haben und probieren. Aber wir haben heute genug Platz hier, sonst hast du hier manchmal 10 bis 12 Leute. Auf jeden Fall haben sie genug Futter, ne? Guck mal, hier unten siehst du ja alles voll, alles gestapelt. Und wir hoffen, dass heute noch ein, zwei Barsche aktiv werden. Die Fischer sind ja nicht mehr so aktiv, die brauchen ein bisschen Zeit, haben auch eigentlich schon ihren Energiehaushalt in sich und nehmen nur noch die Nahrung auf, die sie auch wirklich brauchen, ne? Mache jetzt noch zwei Würfel und wenn der nichts geht, versuche ich mal mit Dropshot. Weil das sieht man auch hier. Für den Rapfenangeln wäre das jetzt Hammer, das ist so eine Strömung. Aber jetzt hier halt bei der Barschangelei nicht so gut. Hier hat mir der Stefan zugeschickt. Und das Schöne ist halt diese Gummimischung. Der ist sehr zäh, also den kriegst du auch nicht so schnell kaputt. Und dann schauen wir mal. Und worauf ihr achten müsst, gerade jetzt im Winter, wirklich ruhige Bewegung. Wie gesagt, wir haben jetzt viel Strömung. Wobbler war ein bisschen schwierig. Werfe ich den mal gegen der Strömung. Vorteil ist, Strömung kommt, drückt den Gummi schon hoch und er arbeitet von alleine. Und dann ganz langsam durchgehen, ganz langsam. Oh, Fisch. Der erste, Leute. Soll eigentlich ein bisschen größer sein, aber ja. So, lassen wir mal schnell wieder rein. Der soll noch groß werden. Oh, diese Einschlag in der Schultern. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Diese brennenden Schmerzen dabei. Wie gesagt, noch 20 cm größer, dann bin ich schon zufrieden. Ist auch immer beim Barschangeln. Viele Leute schlagen dann an. Wie die Berserker braucht man gar nicht. Weil der Barsch saugt sich den Köder rein. Und in der Regel, wenn er ihn sich reingesaugt hat, hängt er auch. Saugt sich rein, spucken wieder aus, hängt meistens der Haken hier oben in der Lippe. Gar nicht so einfach hier laufen, ist man hier am Schuppen abmachen. Wie gesagt, ist unwahrscheinlich viel Kleinfisch hier drin. Wo man sich dann auch fragen muss, warum sollen die Barsche überhaupt so einen blöden Köder nehmen, ne? Wenn sie genug Futter haben. Ganz einfache Mecklenburger Montage, Hegende, drei anbestellen. Stückchen Wurm drauf und ein kleines Blei. Und dann gucken wir mal, was die Rotaugen sagen. Wenn der eine nicht will, mal schauen, wie der andere reagiert. Jo! Das sehe ich auch immer. Alle dann, oh, beiß nix. Jo, wenn die Barsche nicht wollen, mach was anderes. Und Leute, so fange ich auch meine Köderfische. Schönes Rotauge. Knapp um die 30. Schnell wieder rein. So Leute, schauen wir mal. Guckt euch mal die Rute an. Oh, ab. Verkackt. Aber Leute, schön ist halt, wir setzen die Fische eh zurück. Und wenn dann halt der Barsch nicht will, jetzt kann ich meinen abquälen. Oder ich mache mal halt einen schönen Tag und angel ein bisschen auf Rotaugen. Lieb ich ja auch. So, Haken, Wurm abgefressen, schnell ein Stückchen Wurm ranmachen. Und dann geht's weiter. Nehmen wir hier bloß ein Stück Taubwurm. Hab auch noch Fleischschmarrn mit Rotwürmer. Aber erfahrungsgemäß, die größten habe ich immer auf Taubwurmstücken. Kann man auch mit Rotwurm machen oder mit Fleischmarrn. Habe ich auch alles dabei, auch noch kleinere Haken. Aber wenn ich denn das mache, dann angle ich doch lieber auf die größeren Rotaugen. Deswegen auch eine ordentliche Portion anbieten. Und immer eine kleine Sitzgelegenheit mit, ist gar nicht verkehrt. Habe ich halt einen kleinen Eimer drinne, Würmer. Können sie eigentlich wegfliegen und ich habe immer eine Sitzgelegenheit. Nimm mir sonst einen Stuhl mit, aber heute bei den Regen
haben immer zwischendurch Regen, habe ich auch keinen Bock drauf und deswegen Eimer reicht auch. Ihr wisst ja, alte Leute stehen, solange ist nichts mehr. Guckt euch mal die Spitze an von der Route. Oh, guck mal, aber wieder ein schöner. Ja, das ist ein Fliegen. Den halte ich jetzt aber nicht lange. Ich finde das immer herrlich. Da machen manche dann Drama draus. Oh, das braucht man, das braucht man. Angeln kann manchmal so einfach sein. Und wenn die Fische keine Lust haben, kann man eh nichts machen. Ich habe ja auch nur eine monofile Schnur drauf, weil ich auch viel dann Winter mache, wenn Eis ist oder wenn es friert. Monofile friert nicht so schnell an Ringe fest wie eine geflochtene. Und da ich, guck mal, siehst du wie die? Guck mal hier. Tack, tack. Siehst du? Ach. Angeln kann so viel Spaß machen. Das ist ein schönes Rotauge. Noch nicht den ganz großen, aber diese Größe, die machen auch schon richtig Spaß. Ne? Das sind gute Größen, die merkt man schon an der Rute. Und was mich immer ein bisschen ärgert, ist, merke ich ja meinen Angelalltag oder auch wenn ich auf Messen bin, die Gespräche mit den Leuten. Jeder will nur noch größer, größer. Klar, wir können klug scheißen, wir haben genug Fische gefangen in unserem Leben, aber im Endeffekt geht es auch um das Erlebnis Angeln. Und gerade wenn ich das sehe, jetzt so die Entwicklung mit der Kiddies, sollten man überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, dass die Kiddies erstmal überhaupt diese Grundarten des Angels lernen. Überhaupt diesen Spaß am Angeln und nicht gleich monoton immer nur auf diesen einen großen Fisch. Es muss immer der größte sein und Angeln wird durch Technik definiert und das ist eigentlich nicht Sinn des Angelns. Angeln sagt aus, in der Natur sein, ein bisschen Spaß haben, Zeit vertreiben und einfach genießen. Sollte man mal drüber nachdenken, ist nur so ein Ansatz von meiner Seite. So geht Angeln. Ja Leute, Bisse sind heute schwierig zu erkennen, weil wir unwahrscheinlich Strömung haben. Aber egal, ihr habt ja gesehen, es läuft. Gucken wir mal. Jo. Das scheint aber nur einer zu sein, aber reicht ja auch. Guck mal, der erste, was für ein großer. Ich nehme die jetzt auch nicht jedes Mal raus und nehme die in der Hand, um euch das zu zeigen. Ihr seht ja, dass die beißen. Machen wir mal gleich hier ab. Aber wirklich schöne Rotaugen. Du kannst jetzt ja verbittert den ganzen Tag auf diese eine Fischart angeln und wenn sie keinen Bock haben. Oder du machst ja halt wirklich einen Tag, wo du sagst, mache ich eben halt just for fun. Und dann mache ich lieber just for fun, bevor ich dann zu Hause im Garten Unkraut jäten muss oder so. Habe ich gar keinen Bock. Ein Stückchen Wurm rauf. Immer Deckel rauf machen, sonst hauen sie ab. Ist eine sehr simple Methode, funktioniert Bombe bei uns. Gibt es einige Orte, wo es absolut nicht funktionieren wird. Aber warum soll ich jetzt was Kompliziertes machen, euch irgendwas zeigen? Oh, mit Wacklermontage, keine Angst, werden wir auch nochmal irgendwann machen. Oder sonst was, wenn es so einfach funktioniert. Es geht einfach darum, wie einfach Angeln sein kann. Und wenn ihr die Fische eh reinsetzt, das ist genauso mit der Schonzeit. Wie sie alle sagen, oh, wir haben Schonzeit. Rapfen, sonst was. Richtig geile Angelei. 90% der Angler setzen eh fast alles wieder rein. Also kann man auch diese Angelei betreiben, weil es geht ja um den Spaß. Um mal das Erlebnis. Und gerade den Jüngeren sollte man sowas mal wieder beibringen. Boah, ich bin aus der Puste. Weniger rauchen, du weißt. Ja, weniger rauchen? Ich rauche fast gar nicht. Problem ist immer, du hältst ja immer so drauf, dass man immer denkt, ich rauche in eine Tour. Eigentlich rauche ich nur 30 Zigaretten am Tag. So, Fisch. Wie gesagt, auch schöne Größen. Deswegen auch die größeren Haken, nicht so eine kleinen Schluckis benutzen. Damit wir die Fische, die sollen ja nicht tief schlucken, die wollen wir wieder reinsetzen. Funktioniert auch mit größeren Haken. Kann man anhand der Biegung der Rute feststellen, ob sie größer oder kleiner ist. Wieder gute zwei Stück. Oh. Jetzt haben wir einen Rotfeder mit bei, weil ihr vorhin gefragt hat, ist den Unterschied? Kann ich gleich mal zeigen. Guck mal, das ist ein Rotauge. Und das ist eine Rotfeder. Das ist eine Rotfeder. Richtig goldene Schuppen und dann eine rote Schwanzflosse hier unten sehr rot. Leute, dieser junge Mann neben mir, wie lange kennen wir uns? Da war ich noch so.
Ja. Hat dann immer schön die Netze sauber gemacht von der Forellenanlage, hat mir die Aale gegeben und ich bin damit nach Hause gelaufen und hab zu meinem Vater dann gesagt, hier, guck mal, was ich Aale geangelt hab. Soll ich dich jetzt verraten? Nee. Mach doch. Nein. Aber komm, aber es, hm? Es war schon eine andere Angelei. Ja, ja, hey, sauer eingekocht. Mit Mutskartoffeln im Winter war das beste Essen. Oder große Bleie, genauso. Der Konsum heutzutage hat sich ja komplett geändert. Das war ja zu DDR-Zeiten, dann war halt so Fisch Mangelware. Und dann wurde halt auch viel mehr verwertet. Und so wie Brassen oder sonst was, wo viele Leute heute sagen, Berg, gerade die Karpfenangler. Totaler Schwachsinn. In jeder Mecklenburger Fischfrikadelle hast du Brassen mit drin oder Rotaugen. Weil das sind Geschmacksträger. 8 Stunden später endlich mal wieder ein Biss. Und da soll mal einer sagen, das macht keinen Spaß. Bestimmt wieder 3. Und jetzt könnten wir natürlich anfangen mit einem Kescher, das machen wir aber nicht. Warum? Seht ihr, 3 Fische, die würden sich nur in der Netze verhaken. Hake ich immer gleich unten ab, ist immer am einfachsten. Und egal, was für einen Fisch man dran hat, jeder Fisch kann mit Würde behandelt werden. Nicht so wie andere machen, auf Erde schmeißen, irgendwie mit dem Fuß wegtrampeln oder sonst was. Das gehört sich einfach nicht. Sag mal, und das machst du hauptberuflich jetzt hier? Davon lebst du jetzt, oder? Davon lebe ich. Mach nur Angeltouren. Also ich kann dich auch buchen, jetzt könnte ich. Kannst du mal, für Geld mache ich alles. Ja. War klar. Hör auf jetzt. Gibt es auch ein Mindestmaß? Nein. Bei denen gibt es nicht. Nee, bei denen nicht. Jeder Wurf eigentlich mit der Angel mit Erfolg gekrönt. Hast immer was gehabt. Leider noch keine Meerjungfrau, aber. Die brauche ich auch nicht mehr, die habe ich zu Hause. Das reicht. Warum nimmst du die lähmten Regenwürmer und machst das nicht wie gestern, wie ich das gesehen habe, auch mit solchen Gummiwürmern? Habe ich gerade gesagt, auf Gummi haben sie noch nicht gebissen. Ach. Ah. Ja, aber wenn ich in Malchow wohnen würde und dann ohne Angeln, das geht ja gar nicht. Aha. Ich bin hier kein richtiger Malchow, ich bin Neumalchow mit sachsen-anhaltinischem Migrationshintergrund. Lehn dich mal ein bisschen rein, ja. Ein bisschen mehr Emotionen. Weißt du, wie mir die Knochen wehtun vom ganzen Grillen? So Leute, noch 2-3 Würfe, dann reicht's erstmal. Dann probieren wir nochmal auf Barsch. Sollte es nicht so sein, ist es halt so. Aber trotzdem eine geile Zeit gehabt. Oder wie siehst du das, Foxy? Ja, genau so. Wunderbar. Faszinierend, also die Ausbeute, die Schnelligkeit in der Zeit hier. Und schreibt jeder mal in der Kommentare, wie ihr das seht. Muss man immer die großen Fische angeln oder einfach mal just for fun, ein bisschen Spaß haben? Das war's jetzt mit Rotaugen angeln. Wie gesagt, jetzt gucken wir nochmal, ob die Barsche aktiv werden. Wenn es nicht ist, ist es halt so. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Auf jeden Fall kann ich euch nur eins sagen. Ausweichangeln, es macht unwahrscheinlich Spaß. Er sollte jetzt hier mal genau mit deiner Angel, mit den Würmern, mal hier rüber schweißen aufs andere Ufer. Und dann immer mal so reinholen, stückchenweise, wie die anderen das auch gemacht haben. Wo ich dann zugucke und die haben dann ruckzuck auch welche gefangen. 25 Jahre, 3, bis 30 Jahre waren das gewesen. Und auch am laufenden Band. Hier, gestern war das gewesen. Lage ist, wir machen jetzt gerade den Fuchsi glücklich. Ja, siehst du? Ja. Aber ich werde gleich auf Dropshot gehen, nochmal probieren. Was er gesagt hat, was die anderen mit 3 Anbissstellen und so auf Barsch, das mache ich nicht. Angel ich nur mit einzelnen Bissstelle. Und übrigens, das ist der Kollege Schmidt, mit dem habe ich zusammen Umschulung zum Metallbauer gemacht. Lemke heißt er. Lemke, aber fast richtig. Lemke gibt genauso viel wie Schmidt. Aber wir haben zusammen Umschulung gemacht. Ja. Ja. Boah, scheiße. Schon eine Weile her, aber... War das jetzt, wenn nicht gerissen war, war ich im Kontakt? Da waren wir noch jung und schön und jetzt sind wir nur noch unten. Ne? Mal will er Köderfisch, mal will er hier Gummifisch. Und immer so, wie er gerade lustig ist. Die stehen über dem Grund. Also, die sind voll Rogen und voll Milch. Ich wünsche euch noch Petri Eier. Ich werde mich verabschieden. Und denkt dran, wenn du das Video siehst, liken und Daumen hoch, ne? Und Kommentar abgeben. Und das gilt auch für euch da draußen. So Leute, dann machen wir auch gar kein großes Drama. Ich habe erst überlegt mit Carolina, aber Carolina mit 10 Gramm,
angel ja vorwiegend vom Boot aus, ist mir ein bisschen zu schwer. Wichtig hierbei auch immer eine gute Zange mitnehmen, damit ihr auch immer schön die Schnur abkriegt. Messer nehme ich nicht so gerne. Messer hat immer Problem, dass man sie da auch mal im Finger schneiden kann. Schieb die hier durch. Mache ich hier eine kleine Öse. Viermal rüberlegen. Dann nehme ich das Ende, ziehe hier durch. Bisschen anfeuchten. Anziehen und abknipsen. Dann habt ihr einen schönen sauberen Knoten. Und dadurch, dass er unten doppelt gelegt ist, hat er noch eine höhere Tragfestigkeit. Binde ich jetzt genauso an, gibt ja mehrere Möglichkeiten mit Hakenbind. Ist immer schön, wenn die Kamera auf den Finger zeigt. Mit der schönen sauberen Knoten. Oder fangen wir mit Krebs an und dann gucken wir ja mal, ob wir nochmal eventuell mit Taube machen. Ich habe jetzt einen Einhänger gemacht, damit ich dann halt auch wirklich gucken kann, auch mal ein längeres Vorfach oder ein kürzer noch. Und dann machen wir jetzt mal einen Köder ran und dann gucken wir mal, was passiert. Und die Fusseln hier vorne dran sollten eigentlich den Barsch verrückt machen. Und zur Not haben wir auch eine Stinkepaste dabei. Ja, nur einsammeln hier, nur einsammeln. Und Leute, übrigens einen schönen Gruß an Foxy. Barsche fange ich auch ohne seine Klugscheißerei. Gummi wollen sie nicht. Jetzt nehmen wir nochmal Taubwurm. Deswegen, wie gesagt, dieser Haken. Zieh bloß einmal durch. Lass hier das Stück hängen. Und auch mit dieser Methode kannst du über den Grund führen, aber ich lasse jetzt erstmal einen Augenblick liegen. Hüsch! Leute, wieder so eine Klamotte. Aber es funktioniert. Wie gesagt, wenn die Großen nicht jagen und nicht aktiv sind, kannst du nichts machen. Oh, das wird aber schon größer. Der sieht doch schon mal besser aus. Noch kein Riese, aber es wird besser. Fisch. Ach, wieder ein Rotauge. Also Leute, Rotaugen kann der Kotowski. Gut Leute, ich verabschiede mich von euch. Hoffe, ihr schaltet wieder ein. Denkt dran, abonnieren, liken, auch ruhig teilen. Ich zähle auf euch. Wollen wir mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat, ne?